bir Fenerbahçe maçı var. Hı-hı. Buradan başlayalım. Also wir fangen mal damit an, die Saison fängt jetzt an. Erstes Spiel gegen Fenerbahçe. Was möchtest du dazu sagen? Ja, das ist natürlich direkt eine schwere Aufgabe, aber auch eine sehr reizvolle Aufgabe für uns ist. Yani zorlu bir mücadele olacak ama bizi tabii ki ateşleyen de bir mücadele. Und wir werden alles daran setzen, gegen einen der Meisterschaftsfavoriten ein gutes Spiel zu machen und möglichst auch aus Kadıköy einen Punkt mitzunehmen. Also tabii ki bu senenin şampiyon favorileri arasında görünen bir takıma karşı kendi evlerinde iyi bir mücadele göstereceğiz. Und wenn wir einen ganz tollen Tag erwischen, vielleicht auch drei. Eğer iyi bir günü yakalarsak 3 puan, iyi bir gün yakalayamazsak 1 puanla en az geri dönmek istiyoruz. Aber so sind wir froh, dass die Saison endlich losgeht. Wir haben jetzt 6,5 Wochen Vorbereitung hinter uns gebracht. Ama tabii ki sezon başlaması da bizi mutlu ediyor. Çünkü 6,5 haftadan beri yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ja, und wir freuen uns ja darauf, dass wir jetzt endlich am Freitagabend loslegen. Yani Cuma günü sezonun başlaması bizi mutlu ediyor. Verstärkung. Nein, ich bin mit der Zusammenstellung des Kaders so sehr zufrieden. Şu anki kadronun kuruluşundan çok memnunum. Wir haben im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Super League top konkurrenzfähig ist. Yani biz ekonomi açıdan öyle bir takım kurduk ki gelecek sezon için her yönde yarışabilecek bir takım kurduk. Und wir möchten auf jeden Fall im 50. Jahr des Vereins bestehen, eine bessere Saison hinlegen, als das im letzten Jahr gelungen ist. Tabii ki 50. yılda da geçen sezon gösterdiğimiz performanstan daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Und das traue ich unserer Mannschaft auch. Ve ben bunu bizim takımın yapabileceğinden de %100 eminim. Liste der TFF setzen. Tabii ki kadrodan çıkarılacak futbolcular olacak. Çünkü sırf 28 kişi koyabiliyoruz bu sene listeye. Ja, dementsprechend können wir auch nur 28 Spieler nominieren. Onun için sırf 28 oyuncu alabiliyoruz kadromuzda. Und was, welche Spieler eben nicht dabei sind, ich denke, da kann unser Management am besten Aufschluss drüber geben und Erklärung zu abgeben. Bizim menajerler herhalde bu konu hakkında size daha iyi bir bilgi verecektir. Hangi oyuncu kalıp kalmayacağını dair. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin.